Hallo und zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder ein Make-up-Video für euch und zwar ein Full Face of First Impressions. Also ich hatte hier einige Produkte bei mir zu Hause rumliegen, die ich jetzt schon länger mal testen wollte, aber ich bin irgendwie nie so richtig dazu gekommen und deswegen dachte ich mir, nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, drehe so ein Video und teste die Produkte einfach direkt mit euch zusammen und wir schauen mal, wie sie mir gefallen. Das hier, was ihr jetzt gerade seht, ist schon das fertige Ergebnis zusammen mit den Produkten. Aber ich gehe im Video nochmal genauer drauf ein und nehme euch Schritt für Schritt mit. Alle Produkte sind auch nochmal in der Infobox aufgelistet. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr euch für ein Produkt irgendwie mehr interessieren solltet. Und falls ihr schon mal eins der Produkte getestet habt, dann schreibt mir unbedingt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Weil bei manchen Produkten war ich mir so ein bisschen unsicher. Also der erste Eindruck kann ja manchmal komplett anders sein als das, was man am Ende von dem Produkt denkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen schreibt mir unbedingt, was ihr zu den Produkten denkt. Das würde mir dann vielleicht ein bisschen helfen. Und ansonsten würde ich sagen, rede ich nicht noch viel drum herum, sondern wir fangen direkt an. So, ich habe jetzt meine Augenlider bereits geprimed und klebe jetzt ein bisschen Tesafilm hier entlang. Ihr wisst, zurzeit mag ich diesen Look ja ganz gerne, dass es hier eine schöne scharfe Kante hat. Deswegen fange ich auch mit meinen Augen an, weil wenn ich das jetzt auf meine Foundation klebe, dann wird das alles ein bisschen unschön am Ende aussehen. Da spalten sich ja auch so die Meinungen. Es gibt so eine Seite, die gerne ihr Augen-Make-up zuerst macht und die andere Seite, die sagt, oh mein Gott, nein, auf keinen Fall zuerst die Foundation, weil sonst sieht alles irgendwie so unschön aus. Und ich verstehe halt irgendwie beide Seiten. Also ich verstehe, dass das irgendwie komisch aussieht, wenn man erst das Augen-Make-up macht, weil das sieht dann irgendwie schon so unfertig aus. Aber andererseits finde ich, ist es irgendwie einfacher, weil die Foundation dann einfach am Ende schöner aussieht. I don't know. Auf jeden Fall fürs Augen-Make-up benutze ich heute eine Palette von BH Cosmetics. Und zwar ist es die Hanging in Hawaii Palette. Die sieht so aus. Also ihr seht, da sind so ein paar bronzige Töne mit drin, ein paar buntere, die ich glaube ich heute benutzen werde. Also es sind 11 komplett matte Töne und dann haben wir hier die 5 mit Schimmer. Was mache ich da? Jetzt hier in den Ton Shaka und platziere mir den erstmal hier einfach in die Lidfalte. Ich muss sagen, mir fehlt so in der Palette so ein noch hellerer so Base-Ton einfach komplett matt. Gehe jetzt, glaube ich, hier in die Farbe Hibiskus und gebe mir die einfach komplett auf mein bewegliches Lid. Also die Pigmentierung ist wirklich richtig, richtig schön. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich eher so der Typ, der, wenn er ein Produkt gefunden hat, was er gerne mag, dann immer bei dem Produkt bleibt so eine Ewigkeit. Was eigentlich gar nicht so zusammenpasst, weil ich kriege ja so viele Produkte zugeschickt zum Testen und ich komme irgendwie gar nicht dazu, die alle auszuprobieren, weil ich immer nur die Produkte benutze, die ich halt eh schon gerne mag. Deswegen dachte ich mir, drehe ich dieses Video, um mich selbst auch so ein bisschen dazu zu zwingen, mal neue Produkte auszuprobieren. Geht's hier in die Farbe Lay, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und blendet das auch so ein bisschen hier in die Lidfalte. Also es reicht wirklich so ein bisschen in den Lidschatten reinzutupfen, weil da schon echt viel Farbe dann abkommt. So, ich habe jetzt einen etwas spitzeren Pinsel genommen und gehe hier in die Farbe Aloha. Damit versuche ich so ein bisschen meine Lidfalte noch zu definieren. Was mich mal interessieren würde, wäre, was jetzt zurzeit so eure allerliebste Lidschattenpalette ist. Also welche ihr wirklich fast jeden Tag benutzt. Bei mir wäre es wahrscheinlich die Naked Teeth Palette, weil ich die wirklich eigentlich seitdem sie rausgekommen ist, nur die benutzt habe. Gehe jetzt hier noch in die Farbe Coconut, einfach mit dem gleichen Pinsel. Und blende das ebenfalls in die Lidfalte. Ich nehme jetzt hier die Farbe Honolulu und gebe mir die ganz vorsichtig an meinen Außenwinkel, nur um das noch so ein bisschen hier abzudunkeln. So, ich nehme jetzt mal hier den Tesafilm ab. Wir machen dann erstmal mit Foundation weiter und dann kommen wir später nochmal zum Augen-Make-up zurück. So, ich habe jetzt hier zwei Primer. Ich konnte mich nicht entscheiden, welchen ich testen möchte, deswegen werde ich die, glaube ich, einfach auf zwei Seiten auftragen. Ich habe einmal von Hourglass den Mineral Primer und von Fenty Beauty den Pro Filter Instant Retouch Primer. Let's see. Ich trage jetzt erstmal den von Fenty Beauty auf. Der fühlt sich so ein bisschen an wie so eine festere Creme. Ich muss sagen, ich habe ja noch gar nichts von Fenty Beauty ausgetestet und von Hourglass hatte ich bis jetzt auch noch nie etwas. Deswegen bin ich besonders gespannt jetzt auf die Produkte. Burodos. Fühlt sich irgendwie so ein bisschen mousse-mäßig.
Ich kann nicht mehr reden. Also es fühlt sich so ganz luftig an, irgendwie auf der Haut. Richtig krass. Wow, es fühlt sich richtig weich an. Ich bin gerade so fasziniert. Oh mein Gott. Es fühlt sich krass an. Aber irgendwie so, als würde die Foundation gleich nicht drauf haften können. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel genommen. Also ich muss sagen, auf der Fenty Beauty Seite fühlt sich das einfach an, als wäre der Primer direkt in die Haut eingezogen. Und hier bei der Hourglass Seite habe ich irgendwie noch so einen weichen Film auf der Haut. Ich sehe einfach aus, als wäre ich gerade verprügelt worden mit meinen Augenringen und diesem Augen-Make-up. Das wird hoffentlich noch am Ende gut aussehen. So, kommen wir zur Foundation. Und da benutze ich jetzt auch von Fenty Beauty die Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Ich hoffe, dass die jetzt von der Farbe passt, weil die wurde mir zugeschickt. Das heißt, ich habe selber nicht geguckt, welche Farbe ich brauche. Ich blende die einfach mit so einem Schwämmchen hier von Real Techniques ein. Ja, der Ton könnte, glaube ich, passen. Bis jetzt macht die Foundation so einen ganz guten Eindruck. Also sie lässt sich auf jeden Fall gut einarbeiten und sieht jetzt auch nicht irgendwie fleckig aus oder so. Ich muss sagen, zur Zeit, also ich habe ganz gerne in letzter Zeit immer die Foundation von Milani benutzt. Also richtig, richtig gerne habe ich die eine Zeit lang benutzt. Und jetzt zur Zeit bin ich eher unzufrieden. Kennt ihr das, wenn man irgendwie eine Foundation hat, die erst richtig, richtig geil aussieht und dann plötzlich mit der Zeit ist die irgendwie nur noch fleckig oder setzt sich so ganz komisch ab und es passt einfach nicht mehr. Und dann ist es meistens so der Moment, wo ich mir denke, okay, jetzt wird Zeit für eine neue Foundation. Also die Foundation ist auf jeden Fall sehr, sehr matt, aber verhält sich immer noch ganz gut so mit meiner Haut, weil ich habe eine eher trockene Haut. Und es ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie komisch absetzt oder so. Und ich habe auf jeden Fall viel zu viel genommen. Also sie ist sehr, sehr ergiebig. Man braucht da nicht viel. So, jetzt müssen wir meine Augenschatten abdecken, weil ich kann mich so nicht mehr im Viewfinder sehen. Ich sehe einfach aus wie so ein Vampir. Ich benutze hier auch den Concealer von Fenty Beauty. Ich hoffe, dass der High Coverage ist. Ich blende den auch einfach hier mit dem Schwämmchen. Okay, der Concealer ist wirklich sehr, sehr hell für mich. Von der Deckkraft würde ich sagen, so eine mittlere Deckkraft. Also es deckt schon echt ganz gut, aber meine krassen Augenschatten hat er noch nicht ganz wegbekommen. Deswegen gehe ich nochmal ein bisschen mit einer zweiten Schicht drauf. Aber ich finde, ich sehe gerade jetzt noch richtig krank aus irgendwie, weil ich so blass aussehe und dann mit diesem roten Lidschatten und so. Aber es ist ein Video mit First Impressions, also wenn es am Ende scheiße aussieht, dann nicht so schlimm. Okay, wir setten jetzt das Ganze erstmal. Da benutze ich auch das Puder von Fenty Beauty. Ich habe das jetzt in der hellsten Farbe zugeschickt bekommen mit diesem Lavendel-Touch. Also in der Kamera wird es, glaube ich, nicht rüberkommen, aber das Puder hat tatsächlich wirklich so einen ganz, ganz leichten Lavendel-Touch. Das ist eigentlich das Puder für ganz, ganz helle Haut. Deswegen glaube ich, dass das für mich ein bisschen zu hell sein wird, aber... Ich meine, ich sehe ja nicht schon aus wie ein Gespenst. Ich benutze jetzt dafür auch den Pinsel von Fenty Beauty. Der soll extra dafür sein, dass man halt präzise unter den Augen arbeiten kann. Ihr seht, der Unterschied. Der ist auf jeden Fall kleiner. Ein kleines bisschen. Ich muss sagen, dieser Schwamm ist richtig geil von der Größe. Damit kann man echt richtig gut arbeiten. Oh mein Gott. Irgendwie setzt sich das Puder richtig krass ab und das ist viel, viel, viel zu hell für mich. Also das verschmilzt nicht so richtig mit der Haut. Ich versuche das jetzt hier nochmal ein bisschen zu verblenden. Also ich bake eigentlich auch nie richtig, sondern arbeite das direkt so mit einem feuchten Schwamm ein. Aber jetzt in diesem Fall sieht das irgendwie richtig krass aus. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt, aber in Wirklichkeit... sieht das echt nicht so schön aus. Also das Puder ist viel zu hell für mich und macht auch irgendwie nicht so ein schönes Finish, finde ich. Schreibt mir mal, ob ihr das habt und ob ihr zufrieden damit seid oder ob ihr jetzt vielleicht das gelbstichigere, ich glaube, das gelbstichigere würde viel besser vielleicht zu meinem Hautton passen und würde auch besser so damit verschmelzen. Das war ja auch so der Sinn hinter den Pudern, beziehungsweise das, was sich Rihanna dabei gedacht hat, dass man halt das Puder findet, was am besten mit seiner Haut verschmilzt und das ist es auf jeden Fall. Nicht für mich. So, ich gehe jetzt hier nochmal in die Palette, in diesen Aloha-Ton mit einem ganz, ganz kleinen Pinsel und gebe mir das an den unteren Wimpernkranz. So, ich glaube, ich gehe jetzt hier noch in diesen Shimmering-Ton, Hula, damit ich auch mal einen von den Shimmering-Lidschatten ausprobiere und gebe mir das unter die... Oh. Unter die Augenbraue. Wow.
Ich finde, die Schimmerlidschatten haben so einen Nass-Effekt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das sieht so ein bisschen wet aus. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall ein bisschen Farbe in mein Gesicht, weil ich fühle mich echt wie so ein Gespenst. Dafür benutze ich die Highlight- und Contour-Palette von Boutique. Ich muss sagen, ich bin noch gar nicht richtig dazu gekommen, irgendeins von Dagis Produkten auszuprobieren. Deswegen starte ich jetzt mal hier mit der Palette und ich benutze jetzt aber nur einen von den Contour-Pudern. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwie blöd bin, aber irgendwie sieht Medium heller aus als Light. Ich benutze jetzt auch ihren Contour-Brush dafür, aber irgendwie ist der schon ziemlich groß. Also es könnte sein, dass ich einfach nur ein sehr kleines Gesicht habe, aber gehe, glaube ich, mal in die Farbe Medium. Blende das so ein bisschen hier ein. Also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so präzise konturieren, sondern will einfach so ein bisschen Farbe in mein Gesicht bringen. Ich muss sagen, der Ton ist echt ganz schön, lässt sich auch gut verblenden. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Typ für solche Paletten. Also ich bin dann eher so jemand, der dann einfach den einen Ton hat, den er dann benutzen kann, statt dann so eine ganze Palette mitzuschleppen. Und hiermit könnte ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Aber ich finde die Konturpuder eigentlich echt ganz schön von den Tönen. Blush hatte ich jetzt kein neues, deswegen benutze ich einfach mein derzeitiges Lieblingsblush. Und das ist von Milani. Die Farbe 05 Luminoso. Einfach so eine schöne Farbe. So, kommen wir zu Highlighter. Da habe ich jetzt wieder einen von Hourglass. Und zwar ist das so ein Stick-Highlighter. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von so Creme-Highlighter-Produkten. Also ich bin einfach eher so der Typ, der dann einen Puder-Highlighter einfach ganz normal benutzt. Aber ich fand irgendwie die Farbe sah so schön aus. Also es hat so einen richtig schönen Gold-Champagner-Ton. Deswegen wollte ich den einfach mal ausprobieren. Ich gehe einfach so ein bisschen mit meinem Finger hoch. Mein Finger drauf. Das ist echt ein schönes Finish. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der verschmilzt so richtig schön mit der Haut. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht so mit dem Stick einfach so drüber gehen, weil dann hätte ich Angst, dass meine Foundation und alles, was ich schon vorher aufgetragen habe, sich so ein bisschen verschiebt. Deswegen lieber so ein bisschen mit dem Finger oder könnt vielleicht auch versuchen, einfach mit so einem kleinen Schwimmchen das so aufzutragen. Seht ihr das? Richtig, richtig schön. Werde ich vielleicht in der nächsten Zeit doch ein paar Mal Creme-Highlighter benutzen. So, Augenbrauen habe ich jetzt einfach schon mal gemacht, weil ich da jetzt kein neues Produkt dabei hatte. Ich verlinke euch alles in die Infobox, was ich benutzt habe. Und jetzt benutze ich noch einen schwarzen Kajal von Urban Decay und gebe mir den auf die Wasserlinie, weil ich möchte so ein bisschen mehr Ausdruck in den Augen. Und das verblende ich auch so ein bisschen. Ein bisschen gebe ich hier noch an meinen oberen Wimpernkranz und smudge das auch mit dem Pinsel so ein bisschen aus. So, und jetzt kommen wir zu den Wimpern und da habe ich auch wieder ein Produkt von Hourglass. Ich habe schon viel Gutes von der Mascara gehört, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, die mal auszuprobieren. Ich muss sagen, bei mir sind ganz selten Mascaras von Anfang an, so beim ersten Mal benutzen, schon richtig gut. Meistens erst so nach dem dritten, vierten Mal denke ich mir so, boah, die Mascara ist geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht richtig Farbe abkommen, also als wäre die Mascara irgendwie schon leer. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr natürliches Ergebnis. Aber ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet. Ich benutze jetzt noch die Better Than Sex Mascara, die benutze ich zurzeit ganz gerne. Einfach um noch ein bisschen hier was rauszuholen. So, ich benutze jetzt erstmal einen Lip Liner. Ich benutze jetzt noch von L'Oreal einen von diesen neuen Liquid Lipsticks. Ich fand die Farbe nämlich richtig schön. Passt richtig gut zu dem Lip Liner, habe ich gut ausgewählt. Ich mag, dass sie so eine flüssige Konsistenz haben. Das erinnert mich so ein bisschen an den Liquid Lipstick von Huda Beauty. Die sind ja auch relativ flüssig. Dadurch kann man die halt richtig gut auftragen und vor allem dünn auftragen. Das ist dann nicht so eine fette Schicht auf den Lippen. Der ist auf den Lippen ein bisschen dunkler, als ich erwartet habe. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit so einer helleren Farbe drüber. So, und das ist jetzt der fertige Look. Kann sich, glaube ich, im Großen und Ganzen erstmal sehen lassen. Ich sage jetzt nochmal ein bisschen was zu den Produkten. Also erstmal zu den Primern. Da fällt es mir immer ein bisschen schwer, nach einmal benutzen und nur so vom Auftragen sagen zu können, ob es mir gefällt oder nicht. Ich muss sagen, so ein bisschen besser, finde ich, sieht meine rechte Seite aus. Das war der Hourglass Primer, aber das ist wirklich nur Millimeter Unterschied, wenn überhaupt.
Und ich finde, sowas muss man auch irgendwie den ganzen Tag tragen und gucken, wie sich das über den Tag verhält. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr einen von den Primern habt oder mal benutzt habt, wie ihr ihn findet. Das würde mich mega interessieren. Zur Foundation muss ich sagen, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher. So, nachdem die jetzt so eine Weile auf meiner Haut lag, finde ich, setzt sie sich schon so ein bisschen an manchen Stellen ab. Kann sein, dass meine Haut doch dann so ein bisschen zu trocken vielleicht für die Foundation ist. Vielleicht muss ich sie einfach noch mal ein bisschen länger testen. Vielleicht liegt es auch an der Farbe, dass es mir irgendwie nicht so ganz zusagt, weil ich finde schon, dass mir dieser Farbton nicht ganz so schmeichelt. Da müsste ich dann noch mal vielleicht gucken, dass ich eine etwas passendere Farbe für mich finde. Die Lidschattenpalette hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also das ist halt genau meins, diese Töne hier in der Ecke. Ich hätte es cool gefunden, wenn da noch ein Schimmerton so in dieser Farbrichtung gewesen wäre, also so ein bisschen korallmäßig. Und vielleicht noch ein heller Basston, aber ansonsten finde ich die Palette echt richtig cool und die Preise bei BH Cosmetics, da kann man sich auch auf keinen Fall beschweren. Also schaut euch die auf jeden Fall mal an, wenn euch die Farben zusagen. Der Concealer von Fenty Beauty hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so überzeugt. Also irgendwie finde ich das Finish nicht so schön. Meine Augenschatten schimmern auch immer noch so ein bisschen durch. Deswegen weiß ich nicht, ob der für mich so ideal ist. Und das Puder, wie gesagt, ist halt einfach nicht mein passender Hautton. Und deswegen sieht das einfach bei mir nicht so schön aus. Ich finde, das hinterlässt halt so ein leichten Film. Die Mascara hat mich jetzt auch nicht so sehr überzeugt. Wie gesagt, vielleicht ist das wieder so eine Mascara, die ich öfter benutzen muss, bis sie mir dann richtig gefällt. Aber irgendwie hatte ich jetzt höhere Erwartungen, muss ich sagen. Und Hourglass ist jetzt auch nicht gerade günstig. Und von so einer High-End-Mascara würde ich dann mehr erwarten für mein Geld. Deswegen werde ich die auf jeden Fall erstmal noch eine Weile testen, bevor ich da irgendwie eine Empfehlung aussprechen sollte. Und die Lippenstifte von L'Oreal machen, finde ich, auch einen richtig guten ersten Eindruck. Also die fühlen sich so angenehm an auf den Lippen. Wirklich gar nicht irgendwie so trocken oder als wäre das irgendwie so eine dicke Schicht, weil die halt super flüssig sind und sich super dünn auftragen lassen. Das wäre es dann mit meinen First Impressions. Falls ihr, wie gesagt, irgendeins von den Produkten zu Hause habt oder irgendwann mal schon benutzt habt, dann schreibt mir super, super gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Sowas interessiert mich total. Ich werde die Produkte auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch ein bisschen länger testen. Und wer weiß, vielleicht kommt das ein oder andere Produkt dann in eins meiner Favoritenvideos. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, wenn ihr bis zu diesem Punkt dran geblieben seid. Ist wahrscheinlich ewig lang geworden, das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!